Ja, neben mir jetzt Pavel Jankovic, der Head Coach der Rebels. Erstmal Gratulation zum Sieg gegen Schwenningen. Wie wichtig war dieser Sieg für die Mannschaft? Also hallo zusammen, ja, sehr wichtig. Ich muss sagen, nach so vielen Niederlagen in Folge war dieser Sieg sehr wichtig. Und war das auch für die Psychik, für die Spieler, das war auch gut für die Zuschauer, dass er endlich auch zu Hause gesehen, 3 Punkte. Also der Sieg war in richtiger Zeit zu Hause sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, den Eindruck hatte ich auch. In den letzten Spielen lief es ja nicht ganz so gut, aber in dem Spiel hatte man den Eindruck, dass es einfach super funktioniert hat. Was war letztendlich auch für dich als Trainer der Ausschlag, dass ihr jetzt so erfolgreich wart? Wir haben uns gesagt, dass Eishockey muss Spaß machen, und dann haben wir dann zu dem Spiel so gekommen, das haben wir gesagt. Wir haben schon so viele Spiele gespielt und wir haben auch gut gespielt und trotzdem haben wir verloren. Dann haben wir gesagt, ja okay, wir lassen einfach ein bisschen mehr Spaß dabei haben, und hat sich gelohnt. Ich muss sagen, dass der Team von der ersten Minute hat von meiner Sicht ein bisschen dominiert gegen Schwenningen und hat von der ersten Minute bis die letzte Minute auch Spaß gehabt. Und das war das Wichtigste in diesem Moment, das haben wir auch die 3 Punkte gesehen. Ja, und du hattest ja viele junge Spieler eingesetzt, sicherlich auch aufgrund der Personalnot im Moment. Wie zufrieden warst du mit der Leistung gerade der jungen Spieler? Ja, ich muss sagen, schon vor dem Spiel habe mit allen jungen Spielern geredet und habe gesagt, das ist ihre Chance, einfach wieder im Team reinzukommen und einfach auch für die Zukunft sich einfach durchsetzen. Ich muss einfach alle loben, und ich habe auch nach dem Spiel gesagt, das war eine super Leistung von den jungen Spielern. Welche hat im Prinzip in ein Spiel reingekommen und hat sich super gut gesetzt und hat gut gekämpft und gut gespielt. Gegen das haben genug Eiszeiten bekommen, und ich muss sagen nochmal, ich war sehr, sehr positiv überrascht, und ich hoffe, es so bleibt auch so weiter mit den jungen Spielern. Ja, von außen hatte man auch den Eindruck, dass die jungen Spieler auch gut akzeptiert werden, auch von den älteren Spielern. Und ja, am Freitag ist der nächste sicherlich auch nicht ganz einfache Gegner. Die Baden-Rhinos, Hügelsheim ist zu Gast bei unserem Charity-Spiel. Wird es da genauso zum Einsatz der jungen Spieler kommen, oder gibt es eine andere Taktik, oder möchtest du noch nichts drüber verraten? Ja, also momentan in der Situation, wo sind wir? Wir haben viele Verletzte, manche sind beruflich oder verhindert. Also da müssen wir auch wieder zugreifen von unseren Nachwuchsspielern. Und die Spieler, die hat auch letzte Woche gespielt gegen Schwenningen, die bekommen nochmal die Chance, die hat mich gut erzeugt. Und wieso soll ich die einfach jetzt momentan weg wieder nehmen, denn die hat mich überzeugt, und ich hoffe, diese Situation, die nutzen auch für die weitere Spielmöglichkeiten. Gut, Pavel, vielen Dank für das Interview. Ja, das war's hier aus den Katakomben des SEC, und wir freuen uns jetzt alle auf das Spiel am Freitag und hoffen natürlich, dass möglichst viele Stuttgart-Freunde beim Spiel kommen und die Rebels ordentlich anfeuern. Also, wir sehen uns am Freitag zum Charity-Spiel.